Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach der 77-83 Niederlage von Medi Baud gegen den mitteldeutschen BC vor 3.403 Zuschauern. Ich begrüße wie immer die Trainer beider Mannschaften, Silvano Poropat vom MBC, unseren Headcoach Predrag Grunic, und wir fangen auch wieder an mit dem Gästetrainer. Herr Poropat, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, ich bin wie meine Mannschaft und unsere Fans, die uns hervorragend unterstützt haben, sehr glücklich über diesen Sieg. Ich denke, es war auch verdient. Ich denke, ab dem zweiten Viertel haben wir besser gespielt. Wir haben sehr gut verteidigt. Bis zu 3 Minuten vor Schluss war unsere Verteidigung unglaublich, denke ich. Und in Offense haben wir über das ganze Spiel sehr konstant gut gespielt. Diese Mannschaft von MBC, ich denke, es ist schon was Besonderes, wie die agieren, wie die kämpfen, wie die alles aus sich rausholen. Und ich gratuliere von meinem ganzen Herzen die Jungs für diesen Sieg. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Gästetrainer? Dem ist nicht so. Dann gebe ich das Wort an unseren Trainer, Predrag Grunic. Dein Statement zum Spiel bitte. Gratulieren zu Silvano und MBC für einen verdienten Sieg. Wir haben gut gestartet, eine gute erste Viertel, gute Verteidigung. Aber in zweite Viertel, besonders in letzten 5-6 Minuten, zweite Viertel nicht clever genug gespielt in Offense. Und wir wissen das vor dem Spiel, dass wir müssen stoppen. Transition Offense vom MBC, weil sie spielen sehr schnell. Aber wir haben ein paar Fehler gemacht und lassen einfache Punkte aus Fast Break, und MBC war nach vorne. Und zweite Halbzeit wird solide Verteidigung gespielt. Im Moment, wir waren in Situation zu kommen ins Spiel, aber in entscheidenden Momenten, sie haben getroffen, Würfe von draußen, 3 Punkte und ein paar entscheidende Momente auch, wenn wir haben Chance zu kommen ins Spiel, dass wir verloren 2-3 Bälle, und das war entschieden für diesen Sieg für MBC. Vielen Dank. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Warum haben Sie das letzte Viertel ohne Brian Qualley und ohne Kevin Hamilton eröffnet? Das hat mich überrascht. Weil der hat gespielt in der letzten Viertel. Aber am Anfang, also das schienen die beiden soliden Optionen zu sein, auf die man sich verlassen kann, und die haben am Anfang des letzten Viertels gefehlt und kamen erst, als es schon mehr als 10 Punkte Rückstand waren. Ja, Qualley hat gespielt ganze dritte Viertel, und das ist ein Nichtspieler, das kann spielen 40 Minuten, hat er gespielt mit Intensität. Heiden hat sehr solid gespielt in der ersten Halbzeit, und natürlich das mit einer so schnellen Mannschaft wie MBC, dass auch andere Center kann spielen und helfen, dass vielleicht Qualley hat muss spielen ganze zweite Halbzeit, und Philipp, ich denke eine solide Job gemacht, dass sie so für Hamilton auch hat gut gespielt, aber auch in einem Moment, dass ich gebe ihm Rest, und Simon war auf dem Feld auch, ich denke, guter Job gemacht, und das ist ich denke ganz normal in verschiedenen Phase spielen beide waren auf dem Feld. Danke. Gibt es weitere Fragen? Das geht nur auf die Kamera. Nein. Ja, dem ist nicht so. Dann bedanke ich mich fürs Kommen heute in die Halle. Unser nächstes Heimspiel im neuen Jahr am 12. Januar gegen Tübingen. Bis dann, gute Zeit, guten Rutsch.